find's geil, dass sie so viele Updates bringen, ey. Finde ich wirklich sehr, sehr geil. Geil, also der gefällt mir, der ist richtig geil gemacht. Holy shit. Na, guckt euch mal das Schwert an, holy shit. Oh ja, die Stacheln, die sehen auf jeden Fall viel besser aus. Der große Moment und Tag ist gekommen, Freunde. Etwas Neues im Sortiment von Level Up. Shiny Fox. Guckt euch mal diese heftige Dose an. Mit der Dose geht auch eine 2-für-1 Aktion an den Start. Mit dem Code GTIME2 könnt ihr mich natürlich unterstützen. So, ich bin gespannt, Freunde. Ein neues Behemoth erwartet uns. Oh, warte mal, bevor es losgeht, gucken wir jetzt aber erstmal ganz kurz, wie immer. Wir gehen mal eben schnell auf die Homepage. Okay, das sind alle Sachen. Neuer Behemoth. Ostia hat den Phalanx, oder wie auch immer man ihn aussprechen soll, auf die Brandwerke in den Jagdgründen losgelassen. Besiege Behemoths aus dieser Insel, um energiegeladen zu werden. Aktiviere, während du energiegeladen bist, 6 Ventile, um dieses Verbrechen gegen die Natur in die Schmiede-Arena zu rufen. Zerstöre es oft genug, um einzigartige Waffen und Rüstung aus seinen Teilen zu schmieden. Neue Vorteile. Für alle, die mehr Fähigkeiten einsetzen wollen, führen wir die Omni-Ladung ein. Dieser neue Vorteil reduziert die Abklingzeit deiner Omnizellenfähigkeit. Oh, das ist nicht schlecht. Neue Questreihe. Neue Waffenskin-Gerüchte. Wir haben das Gerücht zum Kriegsspeer zum Start hinzugefügt. Das Gerücht zum Axtskin am 16. September veröffentlicht. Neuer Farbstoff-Gerücht, okay. Dann gab es ein paar Balancing-Anpassungen. Die Schadensboni der Fähigkeiten Schützenkammer werden jetzt als additiver statt multiplikativer Modifikator berechnet. Das führt zu einer leichten verringerten Schadenswirkung, okay. Naisaga. Hitboxen wurden verbessert, okay. Okay, man kann jetzt Kopf oder Schulter treffen. Oh, der wurde überarbeitet vom Aussehen her. Da werden wir uns den aber auch mal gönnen und anschauen, ne? Sehr geil. Ja, da kamen auf jeden Fall noch einige Anpassungen. Sehr, sehr geil. Wie heftig sieht das Set denn aus? 20 Slots. Oh, okay, ich muss die mit Platin noch kaufen, die neuen Slots. Da kämpfen wir jetzt mal eine Runde gegen das neue Behemoth. Ich bin gespannt, Leute. Holy moly. Da wird ordentlich die Post jetzt abgehen, hoffe ich. Ich find's geil, dass sie so viele Updates bringen, ey. Finde ich wirklich sehr, sehr geil. Ich glaube, ich mache sogar die Musik vom Spiel an, Leute. Okay, Leute, es geht los. Das neue Behemoth kommt. Holy shit. Okay, erstmal kommt, erstmal kommen heroische Behemoths. LOL, 2 Stück auf einmal. No. Oh, er kommt, er kommt. Wow. Ja, moin. Was?
Scheiße. Der geht gut ab, also der ist schnell. Ich hab ihn. Oh, geil, also der gefällt mir, der ist richtig geil gemacht. Holy shit. Und du musst nur einen Behemoth machen und dann kannst du den direkt machen quasi immer. Saugeil, wir gehen jetzt erstmal eben kurz zurück nach Ramsgate. Ich will mir seine Waffen angucken. Verringert die Abklingzeit deiner Omnizellenfähigkeit um 8%. Okay, die gibt Omniladung. Warte mal, was hat die für einen Sockelplatz? Flügel, okay. Da ist ein Schild. Parasitär. Handschuhe. Okay, Omniladung. Leichtfüßig. Okay. Der wird ja auch Pistolen, denke ich mal, haben, ne? Ja. Was ist das denn für Stümmelchen? Leute, aber es ist kein legendäres Behemoth, ne? Ja, das ist kein legendär. Okay, die Sachen sind jetzt nicht so heavy, ne? Muss ich jetzt einfach mal sagen. Also die Stats und so, ich meine, die Sachen sehen heftig aus, ne? Guckt euch mal das Schwert an, holy shit. Das sieht schon insane aus. Okay, die sieht auch schick aus. Der Hammer. Oh, okay, geht. Chainblades. Die Warpike. Die sieht auch nicht schlecht aus. Dann, Jagdgründe. Ja, hier. Nysaga. Noch die Anpassung von Nysaga will ich gerne sehen, wie der jetzt aussieht. Der soll ja schick gemacht worden sein. Ich bin gespannt. Bitte, der ist direkt da. Ich will ihn direkt sehen. Nein, der ist nicht da. Heißt, ich muss jetzt erstmal schnell ein bisschen was hier legen. Aber das Get Down ist jetzt so mit dem Deathmatch viel besser, Chris Werks, oder? Oh, Shadow Touch, Touch Nysaga. Mal gucken, ob der auch überarbeitet wurde. Gehe ich mal von aus. Sieht der anders aus? Ja, ne? Ja, der hat ein bisschen mehr Stacheln und so. Bin mir aber nicht sicher. Get Down bockt jetzt übelst. Da muss ich jetzt natürlich dann erstmal eine Meta mit Enchants und Food finden. Aber das ist deutlich spannender und taktischer. Sehr geil, freut mich zu hören. Das war ja auch das Ziel der Änderung, ne? Vor allen Dingen finde ich auch das geil, dass die Matches immer auf so eine gewisse Zeit begrenzt sind. Du brauchst für eine gesamte Runde Get Down eigentlich nie länger als so 15 bis 20 Minuten. Ah. No! Ja, kann's ja auch. Ich würde gerne eine Nysaga sehen jetzt hier. Ich will einfach das neue Design mal sehen. Wenn ich den Schock sehe, dann sehe ich ja direkt, ob der geändert wurde. Weil ich bin mir bei dem Shadow Touch gerade nicht sicher. Ja, jetzt ist er da. Oh, ich bin gespannt. Ich glaube, das war gerade das Rework, was ich schon gesehen habe. Die haben auf jeden Fall die Augen besser angepasst, ne? Die Stachel sind so ein bisschen anders. Oh ja. Also hier sieht man das schon extrem. Hier ist halt ein bisschen, smarter, der Dude. Das war jetzt ein bisschen daneben. Oh ja, die Stacheln, die sehen auf jeden Fall viel besser aus.
So. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Gefällt mir. Ich bin sehr zufrieden. Wir werden auf jeden Fall diese Feuereule, Phönix, was auch immer, den werden wir auf jeden Fall noch abfarmen. Ich hatte erst gedacht, dass das ein bisschen Legendary-Stuff ist, der neu dazugekommen ist, aber eher ein normales Set. Ist aber auch nicht schlimm.